Horoskop für den 17. Februar 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Männer sollten sich heute zurückhalten, da es möglich ist, dass sie absichtlich in einen Konflikt provoziert werden. Widder, zeigen Sie alle Ihre Geduld und Feinfühligkeit, um solche Situationen zu vermeiden. Frauen sollten ihre Handlungen sorgfältig analysieren, um falsche Entscheidungen in der Zukunft nicht zu bereuen. Ein guter Tag für neue romantische Beziehungen. Widderhoroskop für Männer. Widdermänner haben eine glückliche Zeit vor sich. Was auch immer sie unternehmen, das Glück wird sie bei allem begleiten. Erwarten Sie keinen Fang, Sie können sich wirklich entspannen und sich Zeit für sich und Ihren Urlaub nehmen. Versuchen Sie, den Moment zu nutzen, nicht oft gibt es solche Situationen, gewinnen Sie Kraft und Energie für weitere produktive Arbeit. Widderhoroskop für die Frau. Heute ist ein sehr angenehmer Tag für Widder, Sie können Ihr Ego amüsieren. Sie werden an diesem Tag viele Komplimente und nette Worte von anderen hören. Es ist eine günstige Zeit, um mit Ihrer Zerstreutheit zu kämpfen. Fangen Sie an, Ihren Tag zu planen, markieren Sie Prioritäten, das wird Ihnen helfen, Verwirrung in Ihrer Arbeit zu vermeiden. Widder Liebeshoroskop. Das mangelnde Selbstvertrauen des Widders könnte die Anfänge einer Liebesbeziehung verhindern. Ihre positiven Aspekte werden vielleicht einfach nicht gesehen. Zaghafte Gesprächsversuche werden als allgemeine Angst wahrgenommen und die aktiveren und selbstbewussteren Menschen werden bevorzugt. Während der ganzen Zeit werden Sie einen negativen Einfluss von außen auf sich spüren, versuchen Sie, den Grund dafür zu finden. Horoskop für heute für Stier. Stiermänner werden heute bedeutende Veränderungen im Leben haben. Teamarbeit wird sich als ein Erfolg, aber, hören auf externe Meinung, ist es besser zu tun, wie Ihre Intuition vorschlägt. Frauenprobleme heute wird über sich selbst mit einer neuen Kraft zu erinnern, wenn sie nicht gelöst werden, in der Zukunft werden sie die Umsetzung ihrer Pläne zu verhindern. Horoskop Stiermännlich. Stiermänner erwarten keinen guten Tag, egal wie klar sie sich das Ziel vorstellen, das Ergebnis wird unvorhersehbar ausfallen. Sie sollten nicht die gleichen Fehler wiederholen, es ist besser, später zum Geschäft zurückzukehren. Versuchen Sie, sich Zeit für Ihre Gesundheit zu nehmen. Es ist notwendig, Ihr Nervensystem wieder zu normalisieren, und dazu brauchen Sie vor allem Ruhe. Stierhoroskop für die Frau. Trotz der Tatsache, dass es für Stiere sehr schwierig ist, auf die Meinung anderer zu hören, und noch schwieriger, sie bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen, ist heute der Tag, an dem Sie nicht ohne Hilfe von außen auskommen können. Es kann sein, dass die geplante Arbeit nur aus einem Grund nicht klappt, wegen Ihrer übermäßigen Nervosität. Weigern Sie sich heute zu kritisieren und zeigen Sie nicht Ihre Überlegenheit in der gemeinsamen Sache. Stier Liebeshoroskop. Es ist wahrscheinlich, Stiere können sich heute so sehr verlieben, dass sie den Kopf verlieren. Liebe ist ein wunderbares Gefühl, aber nicht in dieser Zeit. Jetzt kann es zu einem großen finanziellen Verlust für Sie kommen, Betrug und Enttäuschung in der Liebe. Um sich nicht selbst zu verlieren, sollten Sie einer Person, die Sie nicht sehr gut kennen, nicht 100% IG vertrauen. Horoskop für heute für Zwillinge. Egal, wie sehr Sie sich bemühen, Sie werden nicht die Geduld aufbringen können, die Dinge zu Ende zu bringen. Und das umsonst, denn Zwillinge können es später bereuen. Gegen Ihre übermäßige Impulsivität im Geschäft hilft nur ein Gespräch mit einer Person Ihres Vertrauens, von der Sie wertvolle Ratschläge erhalten und sich ein wenig beruhigen können. Zwillinge-Horoskop für Männer. Zwillinge-Männer sollten sich heute nicht in Konflikte verwickeln lassen, denn sie können ganz unerwartet enden. Wenn Sie doch in eine zweideutige Situation geraten, versuchen Sie, sie mit einer Dosis Selbstironie zu behandeln, das wird Ihnen helfen, Ihr Gesicht vor anderen zu wahren. Im Allgemeinen werden Sie einen sehr guten Tag haben, wenn Sie Ihren Ehrgeiz unterdrücken. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Zwillinge-Frauen arbeiten sehr hart. Ihr Erfolg wird vom Management hochgeschätzt und Ihre Meinung ist für Ihre Kollegen maßgebend. Es ist an der Zeit, eine kleine Pause einzulegen. Haben Sie keine Angst, jemanden zu enttäuschen, denn Sie haben sich eine kleine Pause verdient. Vor allem, wenn die ständige Betriebsamkeit der Grund für Ihre Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Lieblingsmenschen ist. Um zu verhindern, dass das Ganze zu einem Streit eskaliert, sollten Sie etwas dagegen tun. Zwillinge Liebeshoroskop. Im persönlichen Leben der Zwillinge erwartet Sie eine sehr ruhige und günstige Zeit. Die Zeit der Unstimmigkeiten und des Lavierens gehört der Vergangenheit an. Aber lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen, vergessen Sie nicht, Ihre Beziehung regelmäßig mit romantischen Überraschungen und Geschenken aufzuwärmen, verwöhnen Sie mit Aufmerksamkeiten, machen Sie Komplimente.
Nur in diesem Fall werden die Probleme an Ihnen vorbeigehen. Horoskop für heute für Krebs. Heute wird das Glück Männer begleiten, die in der Forschung tätig sind, oder Wissenschaftler. Die Arbeit des Krebses wird endlich gewürdigt werden, was ihm Ruhm und finanzielle Stabilität bringen wird. Frauen werden nicht in der Lage sein, ihre Pläne zu erfüllen. Vom ersten Morgen an wird alles spontan laufen. Das Einzige, was bleibt, ist, sich auf die Situation einzustellen, nur so wird man Erfolg haben. Krebshoroskop für Männer. Ein sehr zweideutiger Tag für Krebse. Sie sollten keine neuen Dinge beginnen, sondern ihre Handlungen planen. Sie sollten nicht alles auf einmal in Angriff nehmen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Nur ein vernünftiger Umgang mit ihren Ressourcen wird ihnen positive Ergebnisse bringen. Gehen Sie abends ins Kino, in den Club, nur so können Sie die verbrauchte Energie wieder auftanken. Krebshoroskop für die Frau. Krebs, versuchen Sie heute, ein wenig freundlicher zu sein. Sie sollten Ihre Überlegenheit gegenüber Ihren Mitmenschen nicht explizit zeigen. Diese Tatsache kann Sie mit engen Freunden in Streit bringen, deren Verlust für Sie sehr schmerzhaft sein wird. Der gleiche Rat gilt für Kinder. Es wird keinen produktiven Dialog geben, wenn Sie nicht versuchen, Ihre Probleme und Ihre Sicht der Dinge zu verstehen. Krebs-Liebeshoroskop. Der Krebs erwartet heute einen Tag, der reich an Bekanntschaften, Begegnungen und Kommunikation ist. Sie sind ein sehr interessanter Gesprächspartner. Die Menschen fühlen sich zu Ihnen hingezogen. In jeder Gesellschaft können Sie Gleichgesinnte finden. Der Abend könnte mit einer völlig unerwarteten romantischen Verabredung geschmückt werden, der eine sehr interessante Fortsetzung folgen könnte. Alles liegt in Ihrer Hand. Horoskop für heute für Löwe. Leo-Männer müssen sich heute nicht einmal anstrengen, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Selbst wenn jemand Ihre Methoden nicht mag, wenn er das Ergebnis sieht, wird er seine Meinung ändern. Aber Frauen sind nicht so glatt. Ohne alle Risiken zu kalkulieren, können Sie unglückliche Fehler machen, die nicht die gewünschten Ergebnisse bringen werden. Horoskop Löwe männlich. Löwen sind als Fachleute sehr geschätzt. Der Respekt vor ihnen ist auf einem sehr hohen Niveau. Das gibt ihnen alle Chancen, eine gute Position einzunehmen oder an die Macht zu kommen. Machen Sie sich nur darauf gefasst, dass viel Verantwortung und Arbeitsbelastung den größten Teil Ihrer Zeit in Anspruch nehmen werden. Eine Zeit lang wird das Privatleben in den Hintergrund treten, später werden sich die Unannehmlichkeiten finanziell auszahlen. Löwe-Horoskop für Löwe-Frau. Sanftmut und Nachgiebigkeit können den Löwen in dieser Zeit zusätzliche Sorgen bereiten. Die Unfähigkeit, die Wünsche anderer abzulehnen, wird dazu führen, dass viele Probleme gelöst werden, die sie eigentlich gar nichts angehen. Sie sollten in der Kommunikation hart bleiben und lernen, Nein zu sagen, sonst werden sie in die Angelegenheiten anderer Leute hineingezogen. Liebeshoroskop Löwe. Löwen werden voraussichtlich einen sehr guten und erfolgreichen Tag haben. Familiäre Beziehungen werden ihnen Freude bereiten. Sie haben Harmonie und gegenseitiges Verständnis mit ihrem Lieblingsmenschen, die Kinder werden mit ihren Erfolgen und Leistungen erfreuen. Sie haben nichts zu befürchten, genießen Sie das Leben. Die Hauptsache ist, dass Sie nicht auf die Ratschläge von Menschen hören, die nichts mit Ihrem Leben zu tun haben. Horoskop für heute für Jungfrauen. Männer sollten aufhören, in der Vergangenheit zu leben und versuchen, sich von unnötigen Dingen zu befreien. Das gleiche gilt für Menschen, die außer negativen Dingen nichts in ihr Leben bringen. Jungfrauen sollten sich auf Erfolge in der Arbeit einstellen, sich ein Ziel setzen und es entschlossen angehen, denn wenn sie an ihren Sieg glauben, wird das Glück auf ihrem Land sein. Horoskop für Jungfrau-Männer. Jungfrau-Männer werden die notwendige Unterstützung von Freunden und Verwandten bekommen. Sie werden in der Lage sein, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu lösen. Deshalb sollten sie ihre Probleme nicht verschweigen oder die Hilfe dubioser Organisationen in Anspruch nehmen. Auch neuen Bekanntschaften sollten sie nicht trauen, nicht alle haben gute Absichten. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Jungfrauen sollten besser alle Reisen, lange Ausflüge und Geschäftsreisen aufschieben. Heute ist es sehr unerwünscht für sie, es besteht die Gefahr, sich zu verletzen oder skrupellose Menschen zu treffen, wegen denen sie finanziell leiden können. Der heutige Tag eignet sich hervorragend für Hausarbeiten, den Abend verbringst du am besten mit deinen Lieben und Verwandten. Jungfrau-Liebeshoroskop. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie heute eine erhöhte Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts für sich bemerken werden. Dieses wird eine so starke sexuelle Energie von Ihnen ausstrahlen, dass es schwer sein wird, ihr zu widerstehen. Es ist möglich, dass die zweite Hälfte des Tages der Jungfrau eine interessante Bekanntschaft beschert, die sich, falls von beiden Seiten gewünscht,
zu einer romantischen Beziehung entwickeln wird. Horoskop für heute für die Waage. Für Waage Männer ist es an der Zeit, angestauten Groll loszulassen, bevor er sich in Irritation über die Menschen in ihrer Umgebung entlädt. Werfen Sie unnötige Verantwortungen und Aufgaben ab, die Ihnen auferlegt wurden, Sie werden eine große Erleichterung spüren. Als Frau müssen Sie an diesem Tag Ihren ganzen Charme aufbieten, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Haben Sie keine Angst, es zu übertreiben, es ist es wert. Waage-Horoskop für Männer. Für die Waage wird heute ein unauffälliger Tag erwartet. Die üblichen Geschäfte und Sorgen, es wird weder positive noch negative Schocks geben. Wenn es anfangs nicht gut läuft, sollten Sie keine Energie darauf verschwenden, es ist besser, es zu verschieben oder um Hilfe zu bitten, sonst verschwenden Sie eine Menge Zeit. Am Abend werden Sie ein angenehmes Treffen mit alten Freunden haben. Waage-Horoskop für die Frau. Höchstwahrscheinlich werden Sie als Waage mit einer schwierigen Situation konfrontiert, aber Sie sollten sich nicht zu sehr versteifen. Ihre Klugheit und Selbstironie werden Ihnen helfen, jede noch so aussichtslose Situation in die richtige Richtung zu lenken. Versuchen Sie zu überlegen, bevor Sie etwas sagen, vor allem, wenn es sich nicht um ein angenehmes Gespräch mit geliebten Menschen handelt. Ein beiläufiges, scheinbar zufälliges Wort kann Ihre Beziehung ruinieren. Waage Liebeshoroskop. Es ist eine gute Zeit für die Waage, eine wackelige Beziehung zu einem geliebten Menschen zu verbessern. Sie werden in der Lage sein, Worte aufzugreifen und sie mit Taten zu untermauern, so dass Ihr Seelenverwandter Vertrauen in Ihre Liebe hat und sich unterstützt fühlt. Wenn möglich, sollten Sie beide auf Reisen gehen. Neue Orte und die Abwesenheit von Menschen, die sich ständig in Ihre Beziehung einmischen, werden Ihnen gut tun. Horoskop für heute für Skorpion. Niemand hebt das Boomerang-Prinzip auf, und wenn Ihr Leben einen schwarzen Streifen begann, haben Sie nur sich selbst die Schuld zu geben. Skorpione, versuchen Sie, solche Situationen im Bohaus zu verhindern und aus Ihren Fehlern zu lernen. Egal wie erstrebenswert ein Ziel für Sie ist, Sie sollten es nicht zum Nachteil der Interessen anderer verfolgen. Seien Sie vorsichtiger bei Aussagen in der Gesellschaft von Freunden, Sie könnten eine langjährige Freundschaft verlieren. Horoskop für Skorpionmann. An diesem Tag werden Skorpione vor lauter kreativen Ideen nur so strotzen. Ihre Aktivität wird Gleichgesinnte anziehen und gemeinsam werden sie etwas wirklich Wertvolles schaffen können. Diejenigen, die geschäftlich tätig sind, werden heute gut abschneiden. Das Glück wird ihnen gute Gewinne bescheren und die Möglichkeit, sich in eine neue Richtung zu entwickeln. Horoskop für Skorpionfrauen. Wenn Skorpione ihr Spiegelbild nicht mögen und etwas ändern wollen, ist heute die beste Zeit dafür. Jede Veränderung wird zu Ihrem Vorteil sein. Alle Einkäufe werden erfolgreich sein, besonders wenn es sich um Kleidungsstücke handelt. Sie werden alles, was Sie brauchen, zu einem sehr günstigen Preis kaufen können. Der Tag wird mit guter Laune enden. Skorpion Liebeshoroskop. Skorpione werden einen Tag erleben, der wie geschaffen ist für die Liebe und den Beginn einer Beziehung. Schenken Sie Ihrer Liebe Zuneigung und Fürsorge und Sie werden eine Menge unglaublicher Gefühle zurückbekommen. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, um eine gemeinsame Reise zu planen, bei der niemand und nichts Sie voneinander ablenken wird. Sie werden einen schönen Urlaub haben und viele Probleme werden von selbst verschwinden. Horoskop für heute für Schütze. Das tägliche Arbeitspensum und die Hausarbeit haben Ihnen Ihre ganze Lebensenergie geraubt. Schütze brauchen einfach einen Neustart. Versuchen Sie, mit Freunden in die Natur zu gehen, machen Sie Urlaub, fahren Sie in den Urlaub, nehmen Sie einen Kurs für eine erholsame Massage. Tun Sie irgendetwas, um Ihre Vitalität zu steigern, denn ohne sie wird es mit der produktiven Arbeit einfach nicht weitergehen. Horoskop für Schützemann. In den Köpfen von Schützemännern gibt es unendlich viele Ideen. Bei der Umsetzung von Plänen für Ihr zukünftiges Leben müssen Sie sich nur mit jemandem beraten. Vertrauen Sie sie nicht irgendwelchen Leuten an, sie könnten Ihr Glück verscheuchen. Suchen Sie die Unterstützung von Verwandten. Sie werden sie nicht nur verstehen, sondern können all Ihre Bemühungen auch finanziell unterstützen. Horoskop für die Schützefrau. Ein instabiler mentaler Zustand der Schützefrau kann zu schlechter Gesundheit führen und im Allgemeinen wird der ganze Tag nicht wie geplant verlaufen. Sie sind sehr nahe an einer Depression, können zwanghafte Ängste, Panikattacken quälen. Dies deutet auf nervöse Erschöpfung, die Kräfte, die zur Arbeit gegeben sind, ist es Zeit, wieder aufzufüllen. Sie brauchen nur eine gute Erholung. Schütze Liebeshoroskop. Der Mangel an einem persönlichen Leben und ein großer Wunsch nach hellen Emotionen können Schützen zu unüberlegten Handlungen treiben. Für eine lange Zeit können sie die Disposition der Person, die sie mögen, nicht erreichen.
Heute haben Sie die Macht, diese Situation zu ändern. Mit Ihrem unerschöpflichen Optimismus und Ihrem Charme werden Sie seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Steinbock-Horoskop für heute. Steinböcke werden voraussichtlich einen Tag haben, der perfekt für jegliche Imageveränderungen ist. Jede Arbeit an sich selbst ist günstig. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um eine Diät zu machen. Auch wenn Sie kein perfektes Ergebnis erzielen werden, werden Sie zumindest in der Lage sein, Ihren Körper zu revitalisieren. Wenn Sie ein gläubiger Mensch sind, genügt es, wenn Sie das Fasten einhalten, denken Sie an sich selbst, an Ihre Seele. Männlicher Steinbock-Horoskop. Steinböcke können heute eine Menge erreichen, sogar Dinge, die unmöglich erschienen. Sie haben die Möglichkeit, das zu bekommen, was Sie schon lange wollten, die Hauptsache, Ihr Wunsch und Druck, aber übertreiben Sie es nicht, sonst können Sie Missgunst gewinnen. Es ist heute äußerst unerwünscht, Hilfe zu verweigern, ignorieren Sie keine Bitten und helfen Sie, so gut Sie können. Steinbock-Horoskop für Frauen. Steinböcke erwarten eine günstige Zeit, in der Sie sich entspannen und nicht über Probleme nachdenken können. Es ist eine gute Zeit, um über Pläne nachzudenken. Haben Sie keine Angst, sich in verschiedene Richtungen auszuprobieren. Du kannst jetzt eine Menge Dinge tun. Verbringen Sie mehr Zeit mit Freunden, machen Sie einen Ausflug aufs Land. Steinbock-Liebeshoroskop. Unverbindliche Korrespondenz im Internet kann sich irgendwann durchsetzen. Steinböcke werden sich bei dem Gedanken ertappen, jede Minute das gewünschte Bild des Gesprächspartners im Kopf zu zeichnen. Auch wenn Sie das Bild nicht ganz idealisiert haben, sollten Sie ein Treffen vereinbaren. Das wird Ihnen helfen, die Gefühle zu sortieren, die gerade erst auftauchen. Horoskop für heute für Wassermann. Wassermänner sind heute extrem verletzlich. Versuchen Sie, Wachsamkeit zu zeigen. Öffnen Sie sich nicht fremden Menschen, Ihre Absichten könnten nicht ganz ehrlich sein. Ihr Körper könnte versagen, ignorieren Sie die Symptome nicht, versuchen Sie, einen Arzt aufzusuchen und sich den vorgeschriebenen Behandlungen zu unterziehen. Es kann sein, dass Sie durch Träume gestört werden, die zu realistisch sind, aber Sie sollten ihnen nicht glauben und versuchen, sie zu deuten. Horoskop für den Wassermann. Wassermänner stehen vor einem sehr herausfordernden Tag voller Groll und Enttäuschungen. Obwohl es nicht typisch für sie ist, sollten sie besondere Ausdauer im Geschäft zeigen, nur so werden sie in der Lage sein, sich vom toten Punkt zu bewegen. Die Schwierigkeiten des heutigen Tages können eine schlechte Gesundheit hervorrufen. Abends sollten sie laute Gesellschaften meiden, allein sein und sich ausschlafen. Wassermann-Horoskop für Frauen. Wassermänner, versuchen Sie, Ihre Emotionalität heute zu zügeln und versuchen Sie nicht, den Gesprächspartner für alle Probleme verantwortlich zu machen. Damit würden Sie den Verlauf von Verhandlungen stören und sich gegen sich selbst wenden. Danach sollten Sie nicht mit einer Zusammenarbeit rechnen. Taktgefühl und natürlicher Charme, Ihr Ein und Alles, versuchen Sie, es zu nutzen, um Ihre Ziele zu erreichen, und dann in Verhandlungen werden Sie nicht gleich sein. Wassermann-Liebeshoroskop. Wassermänner, vielleicht ist es nicht umsonst, dass Sie so viel Zeit im Internet verbracht haben. So kann einer der Bekannten eine unerwartete Fortsetzung bekommen. Ein Flirt, der mit einem Briefwechsel beginnt, kann mit einem Date enden, das Sie beeindrucken wird und von dem Sie sich nicht trennen wollen. Dies wird der Beginn einer romantischen Beziehung sein, aber beginnen Sie nicht mit Täuschung und Kontrollen. Horoskop für heute für Fische. Fische sollten eine Beschäftigung finden, die ihnen hilft, sich völlig zu entspannen und die Sorgen der vergangenen Tage zu vergessen. Sie sollten nicht allein bleiben, nahe Menschen und Freunde werden ihnen helfen, ein gutes Schütteln zu arrangieren, werden ihrer aufkeimenden Depression keine einzige Chance geben. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Kindern, Ihre Unbekümmertheit und Fröhlichkeit ist sehr ansteckend. Horoskop Fische männlich. Ein hohes Arbeitspensum lässt den Fischen auch am Wochenende keine Möglichkeit, sich zu erholen. Versuchen Sie, zumindest einen kleinen Ausflug in eine benachbarte Stadt zu planen, um irgendwie von den Problemen wegzukommen und Ihre Gedanken zu ordnen. Ein Ausflug in die Natur in guter Gesellschaft ist eine gute Lösung und wird Ihnen neue Kraft geben. Fische-Horoskop für die Frau. Im Laufe des Tages wird die Fischefrau sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit unangenehme Überraschungen erleben. Von der Arbeit mit Dokumenten wird heute dringend abgeraten, da es nicht möglich sein wird, sich zu konzentrieren und sie gründlich zu prüfen. Fehler können Sie Ihre Karriere und Ihre berufliche Glaubwürdigkeit kosten. Seien Sie äußerst vorsichtig und lassen Sie sich nicht eine Minute von Ihren Pflichten ablenken. Horoskop Fische Liebe. Heute wird das Privatleben der Fische ziemlich intensiv sein.
Es ist wahrscheinlich, dass sie einen Verehrer haben, vielleicht sogar mehr als einen. Sie spüren in sich selbst eine innere Stärke, die einen Charme ausstrahlt, der andere nicht gleichgültig lässt. Aus einer gewöhnlichen, unverbindlichen Verabredung könnte sich gegenseitige Sympathie entwickeln und später eine langfristige Beziehung.